So, hallo und herzlich willkommen. Hallo. das ist Marc, ich bin auch Marc. Nicht Marc, genau. Ich nenne meinen Kanal um. Das mache ich wirklich, für wenigstens einen Tag. Mein Name ist Marc und seiner ist es nicht. Dankeschön. Aber dafür ist das meins. Aber nicht dein Name. Nicht mein Name. Steht nicht mein Name drauf? Nee, ich heiße nicht Huawei. Ich guck gerade, ob da sonst irgendwas Lustiges steht. Nein. Da steht... LSID-Gerät verbinden. LSID-Gerät verbinden? Nee, bloß nicht. Also auf jeden Fall, was machen wir denn hier jetzt gerade? Was ist überhaupt ein LSD-Gerät? Und los. Okay, also, wir machen ein neues Spiel, habe ich gehört. Nein, ein altes. Ein altes, ja. Weil, warum sollten wir was Neues spielen? Lass uns was spielen, was wir schon tausendmal gespielt haben. Aber nicht zusammen. Deswegen würde ich dich mal bitten, auf neues Spiel zu gehen, auch wenn es ein altes Spiel ist. Gibt es einen Bonus vielleicht altes Spiel, oder? Wäre wirklich mal lustig, wenn es neues Spiel und altes Spiel dort auszuwählen gäbe. Old Game. Gib deinen Namen ein. Android-Tastatur bereit. Ich streame übrigens Dinge. Kannst du da auf eine Tastatur? Nee. Wie geht denn das? Ach da, so. Analysis. Was zum Geil. Was? Hast du uns gerade... Wolltest du uns gerade... nach einem Modul von mir benennen? Nein. Hör auf, mit meiner Autovervollständigung zu hantieren. Hilfe. Marc hat gemeldet, was? Und der... Und ich... Vorsicht, wenn da irgendwo das... Das ergibt ja sogar Sinn. Wenn da irgendwo das Wort Porno mit auftaucht, dann muss ich das rausschneiden. Marc hat. Genau. Ja, Marc hat Prolog. Was? Marc hat Prolog stand hier. Marc hat Prolog. Standardeinstellung. Oh Gott, Hochformat ist das dann. Was ist ein Hochformat für Videos? Gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Danach muss ich eventuell mal was anpassen. Oh. Das sieht ja jetzt doof aus. Kannst du es mal ins Querformat? Es passiert dadurch nichts. Na gut. Ja, dann müssen wir das jetzt erstmal so angucken. Und ich muss mal schauen, ob ich das dann eventuell in einer zweiten Szene... Der hat einen Teddybär auf dem Kopf gehabt. Oh. Hast du das gehört? Es ist Englisch. Die haben nicht mal die Gelegenheit genutzt mit dem Remaster. Guck mal, der arme Professor, dem ist der Kopf abgeschnitten worden. Ja, ich hatte befürchtet, dass die Cutscenes so komisch abgeschnitten sind, weil sie genau durch die Mitte des Tablets gehen. Aber man fühlt sich sehr nostalgisch und ich sehe es hier ja ganz normal. Das werde ich sowieso nie anschauen. Ich muss mal was hinzufügen. Schnell eine Bildschirmaufnahme. Ich meine die, nee, nicht Bildschirmaufnahme, Fensteraufnahme. Los, schneller. Da. Sonst ist es weg. So. Ja, toll. Jetzt ist das... Ja, ich werde es mal versuchen, so... hinzuschieben, dass es halbwegs funktioniert. Ich glaube, das ist gut gerade, dass da eine Szene kommt. Perfekt! So, funktioniert doch alles. Jetzt kann ich dann noch die Webcam irgendwo mit reinpacken und dann ist das alles gut. Ich mache uns mal kleiner, bevor wir hier den ganzen...
So. Reicht. Okay, ja genau, jetzt müssen wir nämlich wieder umschalten. Oh, was ist denn jetzt da unten? Da ist ja zu viel. Mhm. Abgeschnitten. Mhm. Dann muss ich das auch noch schnell... Ja, da... wie immer, technische Probleme überall. Das ist ja wirklich... Warum ist denn das... Warum ist denn das eine kleiner als das andere? Kannst du mir das erklären? Nee. Aber so sieht's aus. Hm. Ja, ist deutlich das ist, kleiner. Das ist das Mysterium, oder? Hast du das gerade mit deinem... Oh ey, tatsächlich. Das ist jetzt also kein Witz, das ist wirklich so. Dann würde ich sagen, packen wir das doch ein bisschen mehr hier hin. Ah, und... Rare Antique? Würde ich sagen? Ich glaube, ich hab's langsam gefixt. Und außerdem, hey, wir müssen das lesen. Ja, lies doch vor. Ja, nee, du klickst dann ja alles weg. Weil du die ganze Zeit sowieso drüber redest. Nein. Nein, du willst das gar nicht spielen. Man hört das auch nicht. Hm? Man hört das auch nicht. Hey, lass mich doch endlich. Das ist voll gemein, das ist nicht so wie früher. Was denn? Dass wir die Sachen vorlesen, die da... Achso, ja, nee. Sie lesen sie doch vor. Stimmt, die lesen die ja vor. Ja, stimmt, dann lesen wir die ja nicht ja, mehr. Ja, sag ich ja, aber du redest ja drüber, deswegen hört man's nicht. Wobei ich dazu sagen könnte, es ist ja vielleicht diesmal Englisch und deswegen müssten wir es in Deutsch lesen. Wenn Sie das sagen, Professor. Okay. Wir müssten bald da sein. Sieh mal auf die Karte und hilf mir, den Weg zu finden. Ich bin dagegen. Ja. What the f... Ganz schlecht abgemischt. Ja. Das war wieder lauter. Und dann wurde es wieder leiser. Ja, komm. Wo ist das Dorf? Mein Dorf liegt an einer Straße, die zu keinem anderen Dorf führt. Ich freue mich darauf, Sie dort zu empfangen. Kreis das richtige Dorf ein und tipp auf Bestätigen. Es ist das... Ich glaube, es ist das da. Mhm. Weil man sieht, dass die beiden zusammenführen und die beiden zusammenführen und dann... Ja. Ja, also ist halt so. Weiß nicht. Wer kam denn auf die Idee, das nicht DS-konform zu machen? Du musst das immer wieder umstellen. Immer wieder? Oh Gott, da komme ich doch gar nicht hinterher. Gar nicht mit dabei. Yes, we indeed do. In der Tat! Es wäre lustig, wenn das ganze Spiel jetzt synchronisiert wäre. Ist nicht der Fall. Das ist nur in dem ersten Stück. So ja wie im Original. Es gibt ja manchmal so Spiele, die im Remaster plötzlich komplett synchronisiert sind. Ich muss mir dann auch noch Schatulle der Pandora remastered holen, um zu gucken, ob... Wir müssen die erste Hälfte noch spielen. Wir müssen die erste Hälfte noch. Und außerdem will ich wissen, ob die Cutscenes besser vertont sind jetzt. Was war mit denen? Was nur? Was hast du getan? Nichts. Hä? Ich habe einfach die Textbox weitergeklickt. Oh, das gehört zum Spiel. Oh. So. Ich dachte jetzt schon, das sah aus wie der Startbildschirm. Sorry. Das war auch irgendwie der Startbildschirm. Ja.
Findest du, dass das besser aussieht als auf dem DS? Oh. Ich finde, es sieht handgezeichneter aus durch die dickeren Umrandungen. Ja. Interessant. Ich mag es ganz gerne. Es scheint, als ob diese Zugbrücke der einzige Eingang zum Dorf sei. Und wir sind ausgesperrt. Was sollen wir tun, Professor? Luke guckt wie Anton. Ja. Anton. Oh. Weißt du noch heute an Earth? Das war wirklich. Also, da gibt's so ein schönes Spiel, das soll wohl auf Uncharted machen und das ist ehrlich so schrecklich, dass es wieder gut ist. Das war sehr spaßig. Ja, auf jeden Fall. So, tippe auf irgendwelche Dinge, um auf Dinge getippt zu haben. Fast so spaßig wie Superman 64 gestern. Ich hoffe, die. Moment, ich kann es sogar gleich sagen, ob oder ob nicht. Stimmt, wir haben gar nicht geschaut. Müssen wir es nochmal machen. Das hat nicht funktioniert, aber ich habe ja noch andere. Nein, habe ich nicht. Ich könnte es nochmal mit dem VLC-Player versuchen oder mit irgendeinem anderen Programm, mit dem ich das Ganze vielleicht retten könnte. Aber ehrlich gesagt, vielleicht will ich das gar nicht. Mir scheint, als ob da irgendwas passiert wäre. Oh. Guten Tag, werter Herr. Wir würden gerne das Dorf besuchen. Könnten Sie die Brücke herablassen? Und seien Sie dabei nicht so herablassend. Ja. Sehe ich aus, als würde ich die Brücke für zwei geschniegelte Fremde wie euch herablassen. Pff. Ihr habt vielleicht Nerven. Wir haben hier eine Einladung von Baronin Dahlia. Würde das eventuell Ihre Meinung ändern? Oder diese 15 Hinweismünzen. Apropos Hinweismünzen. Darf ich sie zeigen? Natürlich. Ja! Zusammen mit dem ganzen anderen Kram, den du hier drin hast. Dem ganzen hübschen Kram, den ich auch gern hätte. Hier, für den Fall, dass uns die Hinweismünzen ausgehen. Schwupp. Sehr schön. Ja. Oh, da sieht sie echt gut aus in der Kamera. Ja. Also, wenn wir mal irgendwo uns zwischen A und B entscheiden müssen, werfen wir eine Hinweismünze. Ist das jetzt Kopf? A oder B? Ich weiß es nicht. Das ist Hut. 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 Lass uns Hut spielen. Okay, am Ende legen wir sie wieder zurück. Ja, die habe ich aus meinem 3D-Drucker gedruckt. Von der Baronin? Ja. Wenn das so ist, könnt ihr mir das mit der Brücke nochmal überlegen, Herr Piekfein. Oh, ja. Leider ist der Motor kaputt und ich kann diese dumme Brücke nur mit der Handkurbel bewegen. Es gibt ja so vermaledeit viele Schächte für die Kurbel und ich weiß nicht, welchen ich verwenden soll. Den richtigen. Also, Schlauberger, welcher ist denn nun der richtige? Weißt du das noch aus dem Kopf? Nee. Na, müssen wir es lösen. Es gibt nur einen Weg, die Brücke herunterzulassen. Die Kurbel muss in den richtigen Schacht. Suche den Umriss, der genau zur Kurbel passt. Ich sage, das kann ja eigentlich nur die sein, wo das auf der Ecke ist, dieses eine Ding. Also Nummer 1. Also eigentlich nur Nummer 1, weil die anderen, die haben das gar nicht so. Ja, ja dann, ja. Ja. Achso. Hurra! Luke's Finger, Laytons Finger hat uns gesagt, dass wir es richtig hatten. Und jetzt runter mit der Brücke, Franco. Und jetzt runter mit der So klappt es. Moment, ich lasse sie hinunter. Wie gesagt, ich lasse ja nur ungern Außenstehende zu uns nach Samistair. Aber für Gäste von Baronin Dahlia will ich mal eine Ausnahme machen. Grüßen Sie sie von mir, ja? Nein! Ach. Kann das Spiel mich nicht vorwarnen, wann eine Cutscene kommt? Wie Luke da gerade kam. So ähnlich habe ich gestern geboxt. Ja. Ach. Wir sind endlich in Samistair. Wie aufregend. Was uns hier wohl für Geheimnisse erwarten? Dörfliche Geheimnisse. Hahaha. Das ist ein Haar zu viel. Nun, Luke, das werden wir gewiss bald erfahren.
Aber pass auf, dass deine Wachsamkeit nicht von zu viel Begeisterung getrübt wird.